das funktioniert nicht mit den 3 Jahren. Es gibt nur los oder nicht los. Hallo, wir leben noch. Ihr habt so lange nichts mehr von uns gehört. Heute gibt es aber eine neue Folge, endlich mal. Es wird wenig es gibt wenig Segelbilder, beziehungsweise keine, das ist das einzige Segelbild. Es ist diesmal ein Podcast. Wir sind interviewt worden von Susanne vom Easy Breezy Podcast. Ich habe Susanne letztes Jahr auf Mallorca kennengelernt, als ich im Coworking Space für ein paar Tage gearbeitet habe. Und da gab es viele Parallelen. Susanne macht ein Thema, das geht um Happiness, das Leben so zu führen, wie man das wirklich führen möchte. Susanne hat eine Morgenroutine entwickelt, die dabei hilft, das zu tun. Und das war für sie dann auch der Aufhänger zu sagen, wie führt ihr eigentlich ein erfülltes Leben? Und dadurch ist der Podcast entstanden. Das hier ist jetzt ein Zusammenschnitt des Podcasts für euch. Die ganze Aufnahme war mehr als doppelt so lang. Und wir waren wirklich so im Flow, dass wir einfach uns wirklich gesprochen haben, ausgetauscht haben. Wenn ihr den gesamten Podcast hören möchtet, findet ihr den auf Spotify und auf Apple Music. Das ist natürlich auch unten verlinkt. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video jetzt erstmal. Liebe Marion, lieber Christoph, ich freue mich, dass wir heute beim Easy Breezy Podcast sprechen und vor allem über euer Leben auf dem Segelboot. Und alle Zuhörer heute, das ist eine besonders schöne Folge, weil die wird euch ganz viel Inspiration mitgeben, vor allem für vielleicht auch Lebensentscheidungen, wie führe ich ein Leben, was mich glücklich macht, was vielleicht auch ein bisschen abweicht von der gelernten Norm, vielleicht auch von dem gelernten Vorstellungshorizont. Und da möchte ich noch gar nicht so viel vorwegnehmen, weil da werden Marion und Christoph das Beste zu erzählen können. Und vielleicht noch ein paar einleitende Worte. Ich habe Christoph letzten Sommer auf Mallorca kennengelernt im Coworking Space in Palma. Und da saßen wir zufällig nebeneinander und sind natürlich auch ins Gespräch gekommen. Und Christoph hat erzählt, ja, er hat sein Boot, liegt glaube ich in Porte Soleil war das damals noch. Und dachte so, ja, auch cool, ist bestimmt so ein Sommerding. Und er meinte, nö, das ist so eher so ein richtiges Ding. Also lebt da langzeitig auch auf dem Segelboot. Und das war für mich ein perfekter Aufhänger, nach einem Interview einfach zu fragen und vor allem jetzt auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Wie sieht denn so ein Segelbootleben aus? Wie kam diese Entscheidung? Stellt euch doch gerne einmal kurz vor. Ja, also schön, dass wir da sein dürfen. Vielen Dank. Das freut uns. Kurz zu mir, ich bin Marion. Ich bin Seglerin seit noch gar nicht so lange. Ich habe erst 2013 damit angefangen und wir haben uns dort kennengelernt beim Segeln, über das Segeln. Bin grundsätzlich ein sehr visueller und kreativer Mensch. Ja, ich bin Christoph. Marion sagte ja schon, wir haben uns beim Segeln kennengelernt. Ich liebe das Segeln und bin neugierig. Gleichzeitig habe ich so einen gewissen Hang, auch meine Gewohnheiten zu haben. Und das ist so ein kleiner Widerspruch bei dem ganzen Thema. Aber das ist auch so ein bisschen das Spannende daran. Wie kam überhaupt die Entscheidung? Sowohl zum Blog, war das schon das Vorflimmern vielleicht für die Entscheidung, dann aufs Boot zu ziehen? Wie viele Jahre Zeit braucht man auch dafür, um das umzusetzen? Also der Blog ist tatsächlich eine nette Geschichte, wie der entstanden ist. Ich komme ja ursprünglich aus Süddeutschland und meine Mama hat immer gesagt, Kind, was machst denn du da? Ja, sie wollte einfach wissen, was wir machen und wie es uns geht und wie das so ist. Und dann habe ich gesagt, weißt du, was am einfachsten ist, wir machen ein paar Videos, unsere Urlaubsreisen so ein bisschen zusammengeschnitten, damit Freunde und Familie das sehen können, was wir tun. Und das hat sich immer mehr ausgeweitet. Das heißt, den Blog, den gab es auch erst, bevor ihr die Entscheidung getroffen habt, okay, wir ziehen jetzt für länger aufs Boot. Ja, genau. Also der ist wirklich entstanden für so ein bisschen Familie und Freunde und weil es einfach Spaß gemacht hat. Und wie kam dann die Entscheidung, wir ziehen längerfristig aufs Boot? Je länger man unterwegs ist, also ich kann mich an so die erste große Urlaubsreise mit dem Boot erinnern, da sind wir nach Kopenhagen gefahren von Travemünde aus, waren 3 Wochen unterwegs und haben festgestellt, könnte ich mehr davon haben, warum mache ich denn das eigentlich nicht? Und man hat, glaube ich, wenn man so in seinem 9-to-5-Job drinsteckt, seine Trampelpfade.
Und dann kann man sich das schwer vorstellen, dass sowas vielleicht gehen kann, ganz abgesehen vom Finanziellen und was arbeite ich denn eigentlich und woher kommt das Boot und was zahle ich denn eigentlich und wie zahle ich das unterwegs. Und das ist ein ganz langer Prozess, der ging mehrere Jahre, wo man dann immer wieder das so bewegt hat, ob man vielleicht mal ein Sabbatical macht oder wie oder wie. Dann seid ihr ja auch ein Paar. Das heißt, natürlich muss die Motivation auch zusammenpassen, dass man sagt, okay, wir machen das zusammen. Ansonsten kann das ja beziehungstechnisch auch schwierig sein. Wurde das dann irgendwann eure gemeinsame Vision, dass ihr dann angefangen habt, darüber zu sprechen, das noch längerfristig auszumalen? Oder wie ging es dann so ein bisschen weiter nach der Reise nach Kopenhagen? Also das, ich glaube, das kann man ganz gut ineinander übergehen lassen. Also der Initiator war ich. Ich hatte den Wunsch, also ich war der Initiator dafür, ein Boot zu kaufen. Ja, also für mich ging der Gedanke relativ schnell auch. Ich möchte da gerne mehr machen, möchte weiter und am liebsten aufs Boot ziehen und weg. So, und habe dann also bei ihm angefangen zu reden und zu sagen, Mensch, wollen wir nicht mal so? Kannst du dir das nicht vorstellen? Naja. Und dann übernimmst du. Das ist eigentlich deswegen eine ganz lustige Geschichte, weil ich konnte mir am Anfang tatsächlich nur so ein Sabbatical, so einmal rund Fünen oder sowas vorstellen. Also wirklich, und irgendwann hat Marion gesagt, ja wann denn, wann machen wir das denn? Also und ich habe dann irgendwann gesagt, ja in 3 Jahren. Und ein Jahr später hat mich dann Marion gefragt, wann fahren wir denn los? Und dann habe ich gesagt, in 3 Jahren. Und dann hat sie gemeint, okay, dann gib mir doch mal ein Datum. Und dann musste ich erst mal 3-mal schlucken, weil ich mir dachte, okay, das funktioniert nicht mit den 3 Jahren. also haben wir einen Zeitpunkt tatsächlich dann ausgemacht. Und das war aber tatsächlich dann auch der Startschuss, wo wundersame Dinge geschehen sind. Nämlich, es haben sich Sachen ergeben. Dass sich irgendjemand bei einem meldet und sagt, du, ich habe ein tolles Boot für euch. Oder dass sich jemand meldet und sagt, ich helfe dir. Egal, was passiert, ich helfe dir. Ich mache da mit. Und das sind so, glaube ich, so Beschleuniger, die man dann auch braucht. Ich habe gerade richtig Gänsehaut. Und vielleicht sieht man mein fettes Grinsen. Weil was ich sonst zum Beispiel mache, ist, mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Und ein großer Lehrer von mir ist Bob Proctor. Und genau, er beschreibt, was ihr gerade wiedergebt. In dem Moment, wo eine Entscheidung getroffen wird, und eine Entscheidung ist meistens bei Zielen mit einem Datum oder mit einem konkreten Ergebnis verbunden, dann, so sagt er, kann man auch loslassen und einfach anfangen zu träumen und es kommen Dinge. Und das hört sich manchmal so ein bisschen an, wenn man die Entscheidung noch nicht getroffen hat für sich. So, ach, wann passiert es? Man ist so in diesem, wie mache ich das? Und ihr beschreibt das aber gerade, oder Christoph, du auch gerade, dass dann Menschen kommen und es geht los. Das Universum unterstützt einen, wenn man ein bisschen spirituell sprechen möchte. Ja. Das fühlt sich tatsächlich so an, und es gibt auch so Momente, wo wir sagen, dass das, ich weiß nicht, ob es Schicksal gibt, aber jedenfalls, es kriegt so eine Beschleunigung auf einmal. Klingt jetzt spirituell. Ja. Sind aber nicht spirituell. Das ist passiert. Ja. Okay. Und dann gab es das Datum, und seid ihr auch direkt an dem Datum wirklich dann gestartet? Hat das alles so hingehauen? Also das war, nee, tatsächlich nicht. Es war ein kleines bisschen anders. Also Christoph sagte ja, es hat sich ja so dann die Dinge ergeben. Und es kam ja dann eben die große Weltkrise Covid. Mhm. Und das war für uns eigentlich so ein Brandbeschleuniger, weil wir, also es hatte sich ja schon vieles darauf hin entwickelt, und eigentlich war der Termin, ich glaube so circa ein Jahr später, war so der Gedanke. Und aufgrund von Covid war ich von einem Tag auf den anderen ohne Aufträge. Also ich war stationär im Einzelhandel tätig und der Einzelhandel war geschlossen. Also ich war ohne Aufträge. Und bei Christoph war das so, dass es umstrukturiert wurde in der Firma. Ja, es hat sich irgendwie so gewendet, und irgendwie war das dann irgendwann der Moment, dass wir gesagt haben, ja, wann, wenn nicht jetzt? Also jetzt passt es. Ich kann nicht arbeiten. Er muss sein Arbeitsleben überdenken und entweder jetzt wieder einen neuen Job suchen oder einfach das Jahr vorziehen und jetzt loszulegen.
Wobei, was jetzt noch nicht so klar rauskam, bevor diese Krise kam, ich hatte ja vorhin von diesen Initiatoren gesprochen, die man braucht. Und für uns war das der Tod von einer Freundin, ein plötzlicher Tod, der uns auch überrascht hat, sehr überrascht hat und betroffen gemacht hat. Wo wir dann für uns halt auch festgestellt haben, dass es, du musst irgendwann sagen, ja, auch es passt zwar jetzt nicht 100%, den perfekten Zeitpunkt wird es auch nicht geben, weder finanziell noch familiär oder sonst wie, sondern das ist eigentlich nur eine Entscheidung, die du treffen musst. Und das war für uns dann der Punkt, dass wir gesagt haben, warum eigentlich nicht jetzt? Ja. Stark. Dankeschön für das Teilen. Und dann habt ihr direkt eure Wohnung auch schon gekündigt oder erstmal untervermietet oder? Wir wollten eigentlich untervermieten, das wollte der Vermieter nicht. Okay. Und auch das war dann wieder so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, ja gut, dann müssen wir jetzt. Hatten wir dann noch 8 Monate und da haben wir uns dann Vollzeit reingestürzt, haben in der Zeit die Wohnung komplett aufgelöst, das Boot hergerichtet. Du trittst dann praktisch in die Phase ein, wo das so definitiv ist und dann holt dich die Angst ein. Ja. Da bist du dann teilweise nachts wach und denkst dir, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Hattet ihr schon ein Ziel in etwa oder war das erstmal, wir lassen jetzt erstmal los und genießen das Ankommen? Wir hatten so das Ziel, unseren großen Angstgegner Englischer Kanal, das ist seglerisch wirklich eine Herausforderung, relativ schnell durchzumachen. So 3 Tage, zack, durch. Und wir haben es geschafft von Hamburg nach Cuxhaven. Also wir haben es noch nicht mal die Hälfte von dem geschafft, was wir schaffen wollten. Ja. Und das war schon ziemlich, das war schon für uns erstmal hart zu sehen, okay, unsere Vorstellungen und die Realität, das ist doch ein bisschen was anderes. Und ja, es war ziemlich hakelig, der Start. Wir haben es tatsächlich erstmal nur bis Almuiden geschafft und mussten dann schon eine große Pause einlegen, weil viele unvorhergesehene Dinge passiert sind. Und das war auch so der erste Moment, wo wir unsere Reise und uns und unser Lebensmodell erstmal ja in Frage stellen mussten. Also wir mussten das wirklich in Frage stellen und uns überlegen, ist das das, was wir möchten? Wollen wir das so weiter? Ja. Also wir haben uns dafür entschieden und wir werden jetzt nicht nach 3 Tagen aufgeben. Und es ist normal, dass es Schwierigkeiten gibt im Leben. Das gehört einfach dazu. Und wir können das. Wir können das. Wir meistern das. Und haben dann erstmal entschieden, dass wir komplett Geschwindigkeit rausnehmen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das war ein ganz großes Learning gleich direkt am Anfang der Reise. Wir haben Zeit. Wir wollen ja reisen, nicht rasen. Und wir wollen ja was sehen. Ja, und es ist auch, also danke für das ganze ehrliche Teilen auch. Es ist so, wenn man jetzt wieder so ein bisschen den Bogen spannt, der Weg ist das Ziel tatsächlich. Ich persönlich finde es auch richtig schön, dass ihr gerade nochmal gesagt habt, ja, also selbst wenn man sich jetzt für ein Ziel entschieden hat und man hat jetzt ja schon rausgehört, wie viel Mut bei euch dazu gehört hat, sowohl das berufliche Umfeld komplett zu verändern, eine Wohnung wirklich aufzulösen. Wie habt ihr euch denn das Leben auf dem Boot vorgestellt oder was hat euch so fasziniert daran, um den Weg auch wirklich einzuschlagen? Also es hat ganz viel mit Freiheit zu tun, mit Neugierde, mit anderen Kulturen, mit Leuten kennenlernen, mit tollen Erlebnissen. Ja. Also es ist ja schon so, man hat Dinge, die gehören auch auf dem Segelboot dazu. Ich muss Wäsche waschen, ich muss einkaufen gehen, man muss arbeiten. Wenn man nicht gerade, 2 Firmen verkauft hat oder reich geerbt hat, muss man halt auch noch ein bisschen Geld verdienen. Es gibt einen Haushalt sozusagen, das Boot muss instand gesetzt werden. Also eigentlich ist es, man hat mehr Tasks als mit einer Mietwohnung. Aber du hast eben das, weiß ich nicht, zum Sonnenuntergang draußen sitzen mit dem Gin Tonic in der Hand und einfach den Sonnenuntergang genießen und morgens erstmal den Tag mit einem Kaffee auf dem Vorschiff beginnen und den Sonnenaufgang anschauen. Also du hast dein normales Leben oder diese Herausforderung, die jedes Leben hat, hat man auch, aber eben in einer anderen Form. Wie geht die Vision jetzt weiter? Ist das so, dass ihr eure neue Ziele anfahrt? Oder ja, wie wünscht ihr euch euren
Alltag zukünftig, euer Segelbootleben? Also wenn ich, du sagtest wünschen, ne? Wünschen wäre ein bisschen weniger Bootsreparaturen und ein bisschen mehr unterwegs sein. Mhm. Also unsere Ziele sind weniger räumlich. Wir wollen einfach nur wieder unterwegs sein. Mhm. Das reicht uns schon. Mhm. Und wir fahren eben dorthin, wo uns der Wind hinträgt. Und das lassen wir auf uns zukommen. Wir machen da jetzt keine großen Pläne. Natürlich ist so eine Vorstellung von mir zum Beispiel irgendwann einmal noch ganz um die Welt und Südsee, Pazifik und so weiter. Aber ja, also Mittelmeer ist auch schön. Da kann man auch noch viel Zeit verbringen. Also es ist alles offen. Ich glaube, wenn man losfährt, jagen ganz viele Menschen, wir auch, am Anfang so einem Idealziel hinterher. Einmal um die Welt. Wir haben ja in Nordfrankreich eigentlich schon festgestellt, dass wir ja irgendwas hinterherjagen, was gar nicht unsere Reise ist, nämlich möglichst schnell irgendwo ankommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste, dass man sich selber klar macht, was will ich denn wirklich? Und vielleicht ist es ja Mittelmeer und in irgendeiner Bucht liegen für die nächsten 25 Jahre. Also dann ist es das halt. Ja. Ne? Also spricht ja nichts dagegen. Ja, und bei euch ist ja so schön herausgekommen, ihr habt nicht ein Reiseziel im Sinne von die Karibik möchte ich erreichen, sondern bei euch ist die Reise das Ziel. Und wahrscheinlich ist es auch das, was euch dranbleiben lässt oder eben genau auch gefällt daran. Und Marion, ich fand auch so schön, wie du gesagt hast, ihr lasst euch vom Wind treiben. Das kann man auch so ein bisschen, wenn man möchte, spirituell übertragen, das ist so go with the flow. Nicht das, wo die Herausforderungen warten, sondern vielleicht das, was einem natürlich liegt oder wo man auch eine Art Unterstützung erfährt, was einfach leicht fällt, was in manchen Kontexten, wo es immer so geht ums Kämpfen und Durchhalten, was auch immer bedingt wichtig ist an gewissen Punkten, aber für ein entspanntes, schönes Leben ist es auch gut, es sich leicht zu machen. Ja. Ja, das war ja auch Sinn und Zweck dessen, dass wir einfach unser Leben ja leichter klingt blöd, weil schwer war es vorher auch nicht, aber einfach ja eher nach unserem Gefallen leben möchten. Und das ist einfach, ich kann mir nicht vorstellen, zurück in die Wohnung zu gehen die nächste Zeit. Theoretisch ja, praktisch nicht. Natürlich gibt es Vorteile, was weiß ich, eine Waschmaschine zu haben. Ich komme immer wieder auf Haushalt zurück. Ne? Aber das ist ja gerade auf dem Segelboot ein wichtiges Thema. Mhm. Und ja, natürlich hat das Vorteile. Aber hier bin ich halt, ich bin vom Wasser umgeben und ich bin frei. Und wenn es mir hier nicht gefällt, dann fahre ich rüber in die nächste Bucht. Und da ist vielleicht schöner. Und wenn mir die nicht gefällt, fahre ich in die nächste Bucht. Das kann ich mit der Wohnung nicht machen. Wenn mir meine Wohnung nicht gefällt. Oder der Nachbar nicht passt, dann ja. Mhm. Also nicht in Hamburg war das gar nicht möglich, mal eben schnell umzuziehen. Nee, also, nee. Was waren denn bisher so eure Highlights? Also das größte Highlight ist, glaube ich, tatsächlich, dass wir hier gemeinsam sitzen. Weil, also ich hatte ja darüber gesprochen, es spielen viele Ängste auch mit, dass man die dann wirklich auch durchsteht, dass man ehrlich zu sich selber ist und den Weg auch geht und dann nicht irgendwie der andere schuld ist, dass es nicht geklappt hat oder sowas. Also das sind schon mal richtige Highlights und losgefahren zu sein und sich da dem gestellt zu haben. Und dann wurde es, so richtig nett wurde es in Galizien dann, da sind die Rias, das sind so stark eingeschnittene Buchten. Da haben wir das erste Mal Langfahrer kennengelernt, die mit uns unterwegs waren. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit, ja. Also mein Highlight, jetzt mal von den zwischenmenschlichen Sachen abgesehen, also hatte ich ein räumliches Highlight und das war für mich Formentera. Also Formentera ist ja eine traumhaft schöne Insel. Wer sie kennt, wer sie noch nicht kennt, ist auf jeden Fall sehenswert. Ich war vor vielen, vielen Jahren mal dort gewesen und mein Traum war es, mit dem eigenen Boot auf Formentera zu liegen, im türkisfarbenen Wasser und den Schatten vom Boot auf dem Grund zu sehen. Und an dem Tag, wo wir dort angekommen sind, den Anker geworfen haben, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, auf dem türkisfarbenen Wasser mit dem weißen Sandboden und ich habe den Schatten vom Boot auf dem Boden gesehen. Das war wirklich so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja, jetzt bin ich angekommen. Das ist das, was ich wollte. Es gibt Dinge, die ich nicht mit dem Flieger erreichen will, sondern wirklich aus eigener Kraft. Und das war so ein, so, und das war,
das war toll. Ich war glücklich, da zu sein. Oh, toll. Ja. Deswegen ist es auch so schön, dass ihr euren Blog habt und man auf YouTube tatsächlich die Reise auch zum Teil mitverfolgen kann. Und ich habe auch gesehen, es gibt eine sehr aktive Community. Also zum einen ist euer Blog schon sehr, sehr groß auch. Und dann da, wo ich geguckt habe, auch sehr tolle, wertschätzende Kommentare. Das heißt, ihr macht ja auch wirklich vielen Menschen Mut. Habt ihr da, seid ihr da auch, also besteht richtig Austausch? Also ja, es gibt viel Austausch. Oft sind es ganz freundliche Hinweise. Du, das kannst du auch so und so machen. Hast du mal da und da dran gedacht? Was uns immer am meisten nachgesagt wird, ist, dass wir authentisch sind. Und das war auch unser Ziel, dass wir nicht irgendwie Instagram-Zeug produzieren, was toll aussieht, aber nicht der Realität entspricht. Und Marion sagt immer, auf dem Segelboot sind die Höhen höher und die Tiefen tiefer. Ja. Und das versuchen wir auch so ein bisschen abzubilden. Und das schätzen unsere Leute auch. Wir kriegen auch oft die Rückmeldung, dass bei unseren Videos, dass auch die Leute die Kommentare lesen, weil man eben auch ganz viel draus lernen kann. Also es ist viel Austausch, auch viel Wissen. Mhm. Was weiß ich, wenn es um irgendwelche Reparaturen geht, dass sich die Leute wirklich untereinander austauschen und diskutieren, wie man was machen könnte und Tipps geben. Und wir haben schon häufig die Rückmeldung bekommen, ich lese bei euch wirklich die Kommentare auch immer durch, weil ich kann da ganz viel lernen. Und das ist, also das ist genau das, was wir wollen. Und wir haben halt angefangen, die Videos ehrlich zu machen, weil es ja für die Familie war. Ich brauche ja meiner Mama nicht vormachen, was los ist. Die merkt ja, ob es ich bin oder eben nicht. Und wir sind dabei geblieben, weil das ist das, was wir sind. Und das ist eben, ich glaube, daraufhin ist eben auch diese ehrliche und diese offene Community entstanden. Und wir sind da wirklich glücklich damit, weil es geht auch anders. Ich kenne mich mit Seglern jetzt nicht so gut aus. Was beschreibt doch mal so einen typischen Segler? Was macht den für euch aus? Und ja. Also ich würde ja sagen, so einen alten, verstrubbelten Mann, der auf seinem Segelboot sitzt und irgendwie alles irgendwie schon so halb in Fetzen ist und ihren Schraubenschlüssel in der Hand hat. Das ist so mein Bild von dem typischen Segler, aber das stimmt natürlich nicht. Segler sind hilfsbereit, offen und das macht das einfach die Community aus. Reflektiert. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber im Allgemeinen. Im Allgemeinen. Für mich wirkt ihr total authentisch in dem, wie ihr erzählt, was ihr erzählt. Das ist nicht geschönt in irgendeiner Form oder gestellt, sondern kommt einfach so rüber, wie es gerade sein soll. Und auch hier vielleicht nochmal für die Hörer. Ihr seid jetzt seit ein bisschen über 2 Jahren unterwegs. Ihr habt euch sehr gut eingegroovt. Ihr habt festgestellt, okay, das ist das Leben, was wir führen wollen. Das ist nicht unbedingt die Karibik, wo wir hinwollen. Vielleicht das auch noch, aber es ist das Leben. Und trotzdem gibt es jetzt eine kleine Pause. Könnt ihr dazu ein bisschen was sagen? Ja, also vor etwas mehr als einem Jahr, da waren wir Katharina, kam von meiner Familie. Meine Mama hat Krebs und einen sehr aggressiven Krebs und sie wird also nicht mehr so lange leben. Und für uns war das so der Moment, dass wir wirklich direkt Vollbremse gemacht haben. Das war für mich ganz klar, dass es so wie wir jetzt gerade machen, nicht weitermachen können, dass wir jetzt erstmal überlegen müssen, wie wir weitergehen wollen. Und wir sind erstmal kurzfristig nach Deutschland geflogen, haben erstmal die Lage sondiert und haben dann für uns überlegt, okay, wie kann es jetzt weitergehen? Und wir haben uns ausgesprochen und uns überlegt, wir machen jetzt noch ein bisschen und werden dann das Boot eben an Land bringen und werden dann pausieren. Und ich bin sehr froh darüber, dass das in dem Leben war, das wir jetzt haben, weil in meinem vorherigen Leben hätte ich das nicht machen können. Ich war dann in Deutschland gewesen und habe dann in der Zeit auch meine Mama begleitet mit meiner Familie zusammen und das war wirklich schön. Wieder zurückgegangen in unser eigenes Leben und wollten dann wieder starten. Wir haben gesagt, okay, jetzt ein bisschen durchatmen. Zu der Zeit war der Blog auch kurzzeitig in Pause. Logisch. Wir hatten aber noch Material vorgearbeitet und das war auch ganz gut so. Und dann
waren wir Dezember wieder hier und haben gesagt, so, jetzt gucken wir mal und ein bisschen Kraft sammeln und starten dann wieder. Und dann war Januar. Und dann ging es bei meinen Eltern weiter. Also wir wussten das auch, bevor wir losgefahren sind, dass meine Eltern irgendwann kommen. Und meine Eltern sind weit über 80, die haben bisher noch in einem alten Haus gewohnt. Und dann kommt natürlich der sehr schwere Umzug in eine Pflegeeinrichtung. Da habe ich meine Eltern jetzt praktisch begleitet. Ja, jetzt kommen so andere Themen, finanzielle Themen, organisatorische Themen. Das Haus muss verkauft werden, damit die Pflegeheime finanziert werden können und so weiter. Also da hängt viel dran, was aber praktisch den Bogen wieder spannt, auch zu dem, was Marion gerade erzählt hat. Der Wind bläst mal von vorne und mal hast du einen schönen Sonnenuntergang. Und das Wichtige ist halt immer, dass man die Segel entsprechend stellt und dann sagt, was kann ich jetzt tun und was möchte ich für mich tun? Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man dann auch sagt, ja, klar will ich segeln und klar möchte ich gerne Videos machen, aber das ist nicht der Moment dafür. Also unsere Priorität war jetzt erstmal die Familie und das ist, glaube ich, verständlich. Und wir haben aus der Community auch wirklich nur Verständnis bekommen, wirklich nur. Mhm. Und jetzt ist es erstmal so, dass wir aufgrund dieser beiden wirklich einschneidenden Erlebnisse uns erstmal wieder selber organisieren müssen. Wir müssen das erstmal umsortieren und bevor wir weitermachen, das ist eben das, was wir vorhin auch sagten, man muss es so nehmen, wie es kommt und das gehört zu unserem Lebensmodell einfach dazu. Muss man halt dealen, also muss man umgehen, ich sagte ja am Anfang schon, es gibt keine Trampelpfade mehr, man muss sich dann sein Leben jedes Mal halt auf die Bedingungen neu einrichten und das ist jedes Mal wieder eine Herausforderung, aber in gewisser Weise auch schön und man wächst daran. Dankeschön, Christoph. Du hast zwei richtig schöne Sätze oder Fragen mitgegeben, die gute Eckpfeiler sein können für jeden. Und das ist dieses, was kann ich jetzt tun in einer Situation und vor allem auch, was kann ich für mich tun, dass einfach man trotz Situation im Außen auch irgendwie bei sich bleiben kann und mit dem weitermacht, was gerade für den Moment wirklich relevant ist und für einen selbst. Stimmt. Also du hast ja deine Morgenroutine, die du entwickelt hast, was dein Steckenpferd ist. Ich habe mich so ein bisschen daran orientiert, versuche jetzt selber eine aufzubauen, weil ich halt merke, dass ich im Moment auch nicht in meiner Mitte ruhe und mache jetzt zum Beispiel morgens Yoga hier auf dem Steg draußen. Unsere Nachbarin macht noch Flamenco auf dem Steg, also wirklich mit Tanzen und Klatschen. Ach, und echt? Wow, wie cool. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal irgendwann Yoga auf dem Steg mache. Ich hätte darüber gelacht, glaube ich, früher. Gibt es etwas, was ihr zukünftigen Seglern oder die in die Richtung gehen wollen, mitgeben möchtet? Ja, ganz viel. Wie viel Zeit haben wir? Ich glaube, das Kernthema ist, was möchtest du wirklich? Was tut dir gut? Das muss ja jeder für sich selber klar machen. Die Hindernisse praktisch zu sehen, sie anzunehmen, die Ängste auch, die dann kommen und zu gucken, wie kann ich das mit meinen Ressourcen lösen? Nicht jeder von uns ist Millionär, wir auch nicht. Und wenn der Wunsch groß genug ist, dann findet sich auch ein Weg und dann tun sich ja auch die Wege auf und man lernt auf einmal Menschen kennen, die da helfen. Es gibt nicht den perfekten Moment. Es gibt nur los oder nicht los, aber den perfekten Moment, den wird es nie geben. Es gibt nur ein, ja gut, ich glaube, jetzt kann es gehen. Man muss sich entscheiden, ob man es möchte oder nicht, das, was wir vorhin hatten. Und dann, wenn man sich dafür entscheidet, dann kommen die Dinge. Also entweder ich habe genug Mut, weil die Angst nimmt dir keiner, die bleibt. Drüber. Lieber kleine Schritte als keine Schritte. Das ist ein schöner Spruch. Ne? Das ist ein sehr schöner Spruch. Das heißt, alle, die zuhören, ihr würdet auch eine Begleitung neben euren Inhalten, die ihr schon anbietet, anbieten. Das heißt, jemand, der jetzt wirklich konkret sagt, wir haben jetzt auch ungefähr ein Datum und wir sind mutig. Also ja, die Möglichkeit wird es geben. Okay. Also wir denken darüber nach. Im Moment ist unsere Priorität tatsächlich noch eine andere. Ja. Aber wir werden da irgendwas machen und wir sind da viel
im Flow, was so Überlegungen angeht. Und es wird da irgendwann was geben, aber auch da gibt es einfach jetzt noch kein Datum und noch keine genaue Vorstellung. Dann beim Easy Breezy Podcast geht es vor allem um Wohlfühlrituale. Und deswegen interessiert mich bei euch, Christoph, du hast es jetzt schon ein bisschen angekündigt mit der Morgenroutine, aber was ist für euch individuell so ein Ritual, das macht ihr für euch, damit es euch gut geht? Gibt es das und wenn, was ist das? Ich bin da gerade mal experimentieren. Also ich fange gerade wieder an zu meditieren. Ich achte ein bisschen mehr darauf, dass ich einfach gucke, dass ich im Moment lebe. Das ist jetzt vielleicht nicht so direkt eine Routine, aber das ging ja auf den Kern, was hilft mir. Und Sport, klar, Sport. Geh wieder mehr laufen. Ja. Also bei mir ist das, ich habe erstmal vor 2 Monaten mein Morgenkaffee, das war mein Morgenritual, eingetauscht gegen tatsächlich Morgen-Yoga. Ich trinke morgens keinen Kaffee mehr. Das war für mich eine Sache, wo ich noch vor einem Jahr gesagt hätte, nee, das kann nicht sein. Marion existiert nicht ohne ihren Morgenkaffee und sie existiert doch. Also Christoph schickt mich immer ins Museum, der geht, sagt, komm, geh ins Museum. Es ist alles gut, dir geht es nicht dafür gut. Dafür sagst du, geh laufen. Genau, dafür schicke ich ihn laufen. Also. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ich danke euch für das wirklich ganz tolle Gespräch. Ich habe selbst für mich da auch noch vieles rausziehen können, hatte wirklich Gänsehautmomente und möchte aber trotzdem zum Schluss nochmal das Wort an euch geben. Habt ihr noch eine abschließende Botschaft oder legt euch noch was auf dem Herzen? Also ich habe ein T-Shirt, da steht drauf, machen ist krasser als wollen. Wenn man die Dinge macht, fühlen sie sich einfach viel besser an, als wenn man sie sich vorstellt. Das war jetzt eine sehr emotionale Geschichte, jedenfalls in der Langversion. Die haben wir euch unten verlinkt und auch hier oben. Wenn ihr das bei Susanne auf dem Easy Breezy Podcast angucken wollt. Ich hoffe, ihr tut das auch. Das ist wirklich sehr empfehlenswert. In der Länge und in der Tiefe ist aber auch ein bisschen emotionaler und tiefgehender, als ihr uns das vielleicht sonst das von uns kennt. Aber im letzten halben, dreiviertel Jahr ist eben sehr viel passiert bei uns. Das war jetzt nur ein kleines Zwischenzeichen von uns. Also wir gehen noch nicht weiter in die regelmäßige Produktion. Wie ihr seht, wir liegen immer noch in Barcelona. Es gibt immer noch ein paar Dinge zu regeln, aber wir sind hoffentlich auf der Zielgerade und vielleicht geht es wirklich bald weiter. Wir wollen aber nicht zu viel versprechen. Deswegen bleibt uns treu und behaltet das Abo. Es wird definitiv weitergehen, nach wie vor, das ist versprochen. Aber wie ihr im Podcast auch gehört habt, eins nach dem anderen und alles zu seiner Zeit. Wir freuen uns und ihr könnt uns natürlich gerne weiterhin auf Instagram und Facebook folgen. Da gibt es ein bisschen aktuellere Sachen. Auch das ist etwas ruhiger als gewohnt. Auch da werden wir wieder durchstarten, sobald wir einfach unsere Dinge geregelt haben, die wir jetzt erst noch fertig regeln müssen. Aber wir haben uns wirklich sehr gefreut über den Podcast. Wir haben uns gefreut, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Und ich würde sagen, hab eine schöne Zeit und wir sehen uns.